Ja, Leute, bevor wir jetzt natürlich wild anfangen rumzumessen, gibt es diverse Dinge, auf die wir achten sollten, beziehungsweise die man haben sollte, um nicht nachher irgendwas kaputt zu machen. Ja, das ist einmal ganz, 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 ganz wichtig. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Multimeter und wir brauchen eine Prüflampe. Wenn wir im Bereich der Sensorik messen wollen, brauchen wir immer eine Diodenprüflampe. Habt ihr keine Diodenprüflampe, solltet ihr euch zuerst eine zulegen, bevor ihr auch nur ansatzweise mit dem Messen beginnt. Jetzt gibt es aber noch weitere Dinge. Wir wissen ja jetzt ganz einfach, dass wir so am Steuergerät, wenn wir jetzt hier wieder unser Motorsteuergerät nehmen, ECU, haben wir nur kleine Ströme bzw. kleine Spannungen. In der Regel haben wir bis maximal 12 Volt. Es gibt aber Ströme, die sind viel, viel geringer, Millivolt zum Beispiel. Ja, also ganz, ganz wenig Strom bzw. ganz wenig Spannung wird herausgeschickt. Und wir haben das Ganze natürlich auch noch mit der Stromstärke. Das heißt, wir reden da durchaus von Milliampere. Ja, also ein bisschen aufpassen, was ihr da tut. Euch wirklich sicher sein, bevor ihr da wirklich loslegt. Wenn wir jetzt Sensoren durchmessen wollen, und das ist eigentlich somit das Wichtigste, was ich euch mitgeben wollte, gibt es im Grundprinzip zwei Grundarten von Sensoren. Es gibt einmal, wenn wir jetzt hier mal so einen Sensor nehmen, der hat einen Eisenkern und das sind sogenannte induktive Sensoren. Induktive Sensoren und es gibt Sensoren, die arbeiten nach dem sogenannten Hallprinzip, sind also Hallgeber. Warum ist das wichtig? In der Regel kann man jetzt nicht unbedingt an der Anschlusszahl erkennen, was für ein Sensor ist. Das große Problem oder der große Unterschied ist, dass ihr zum Beispiel jetzt hier drei Anschlüsse habt. Das können durchaus drei sein, manchmal sind es auch nur zwei. Aber der große Unterschied an diesen beiden Sensoren ist, dass dieser Sensor, der induktiv arbeitet, einen Strom erzeugt, ja, eine Spannung. Und dieser Sensor, um zu funktionieren, in der ersten Regel eine Stromzufuhr bekommt. Ja, der braucht also immer Strom, um dann Signale zu erzeugen. Und wenn ihr jetzt einfach zum Beispiel bei so Induktivsensoren kann man eine Widerstandsmessung machen, das machen wir auch noch, aber bei Hallgebersensoren funktioniert das Ganze nicht. Und das ist schon das große Problem. Ihr müsst also vor dem Messen wissen, habe ich einen Induktivsensor und habe ich einen Hallsensor. Und das ist eigentlich schon das große Problem, dass man das so ohne weiteres gar nicht weiß. Jetzt kann man sagen, okay, ich kann mich so ein bisschen daran richten, habe ich eine Spannung anliegen am Sensor bei eingeschalteter Zündung. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich einen Hallgeber habe. Habe ich keine Spannung anliegen, dann könnte es ein Induktivsensor sein. Das große Problem ist, wenn genau diese Kabel kaputt sind, was ich euch in einem anderen Schaubild gezeigt habe, dann denkt ihr wahrscheinlich, ach guck mal, da ist ja gar keine Spannung, das muss ein Induktivsensor sein, ist es aber nicht. Und dann kann es schon sein, dass ihr mit eurem Multimeter euren Sensor kaputt macht. Das heißt, ihr müsst also euch im Klaren darüber sein, habe ich einen Induktivsensor oder habe ich einen Sensor, der nach dem Hallprinzip arbeitet. Auch da einfach mal die Wörter suchen, induktiv und Hallgeber. Das sind die Begriffe, wonach ihr vielleicht nochmal detailliert googeln solltet und da werdet ihr jede Menge zu finden. Also bevor man jetzt wirklich anfängt zu messen, sich wirklich überlegen, was habe ich denn da für ein Bauteil überhaupt? Und erst dann kann ich sicher sein, dass ich auch das richtige Messverfahren anwende bzw. auch eine richtige Messung durchführen kann. Ohne diese Sache wird es schlecht gehen. Dann werde ich keinen plausiblen Wert haben. Ja Leute, um jetzt noch so ein bisschen feiner in die Messmethodik einzusteigen, habe ich ja gesagt in meinem ersten Livestream, dass ich mich für das Thema Oszilloskop interessiere. Und ich habe mir jetzt so ein Ding zugelegt und genau das werden wir auch verwenden. Dafür muss man allerdings erstmal wissen,
was ein Oszilloskop überhaupt ist, beziehungsweise was sagen mir die Werte, die ich da sehe. In der Regel, wenn wir über ein Oszilloskop sprechen, sprechen wir über eine X- und eine Y-Achse. Das ist meine Zeitachse X und das ist meine Spannungsachse Y. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel eine Spannung messen in Volt und hier eine Zeit in T. Und das ist genau das Gute daran, weil ich in den vorhandenen Stromkreis praktisch mein Signal abgreifen kann. Ich kann also unmittelbar mir grafisch sichtbar machen, wie der Strom hier von den Signalen her so fließt. Und das ist eben das Entscheidende. Mit einem Multimeter könnte ich das so in der Form nicht machen, weil es ein Multimeter viel zu träge ist. Ja? Wir sprechen also im Bereich von Millisekunden. Und das Ganze geht nur mit dem Oszilloskop. Und wir wenden also in den nächsten Videos ein Oszilloskop an und vergleichen diese Werte natürlich mit der modernen Diagnose, die wir dann über OBD abfragen. So, dass ihr mal für euch vielleicht mal sehen könnt, wenn ihr auch ein Oszilloskop an eurem Fahrzeug verwenden wollt, wie sehen denn Werte aus, wenn sie okay sind? Und wenn ihr andere habt, ja, oder woran kann man vielleicht ein Störbild erkennen? Ja, das sind alles Dinge, die wir beim nächsten Mal so machen werden. Und ich glaube, das wird auch nochmal interessant werden. Und ich bin echt gespannt, was da überhaupt kommt. Das wird also ein bisschen tricky werden. Allerdings glaube ich schon, dass das was wird. We'll be right back.